Start läuft. Ja, willkommen zu meinem zweiten Vortrag. Ich wollte euch heute was über Joomla Updates von 3 auf 4 und im besten Fall auf 5 erzählen. Das kommt ja jetzt, haben wir gestern von Benjamin gehört, 2 Monate später raus, also nächstes Jahr im Oktober. Kurz zu mir. Schön, dass ich die Folien hier nicht sehe. Okay. Ja, Stefan, 41, verheiratet, 2 Kinder, seit über 25 Jahren selbstständig. Ich habe irgendwann in der Schulzeit angefangen, Webseiten zu bauen, dann auf der Uni weitergemacht, da in verschiedenen Fachbereichen die Webseite mitentwickelt, damals alles mit Typo 3, dann mal was mit Joomla. Bin an mehreren Firmen beteiligt, bin seit 2002 mit Mambo unterwegs und dann irgendwann auf Joomla geswitcht und habe da auch verschiedene Rollen in den letzten Jahren eingenommen. Zurzeit Language Coordinator für das Joomla-Projekt, das heißt, alle Sprachpakete laufen irgendwo bei mir zusammen. Ich koordiniere die Translator so ein bisschen und bringe auch das deutsche Sprachpaket regelmäßig raus. Warum Updates? Wir haben die aktuelle Situation, dass wir sehr lang für Joomla 4 gebraucht werden, aber jetzt geht es halt deutlich schneller. Das heißt, die Technik entwickelt sich weiter, die Anforderungen steigen und da ist es halt wichtig, einfach Updates zu machen. Ich habe euch ein paar Gründe zusammengeschrieben. Für mich einer der Hauptgründe ist natürlich irgendwo das Thema Sicherheit. Das heißt, wenn ich meine Webseite aktuell halte, gehe ich gegenüber meinen Kunden auch richtig mit der Software um. Das heißt, ich gebe denen ein Gefühl von Sicherheit, ich gebe mir ein Gefühl von Sicherheit und bin gegen Hacks gegebenenfalls auch besser aufgestellt, wenn da irgendwas kommt. Ich habe eine Sicherheitslücke in irgendeiner Komponente, kann ich natürlich mit Updates möglichst vermeiden. Das gilt natürlich für den Joomla Core als auch für Dritterweiterungen. Wer heute in das Joomla 3 Backend reinschaut, da ist es noch ein bisschen prägnanter zu sehen. Der sieht die Meldung, dass PHP 7.4 in gut 2 Monaten ausläuft. Ja, dann gibt es keinen Support mehr für Joomla 7.4. Die Anforderungen steigen natürlich in den nächsten Versionen von Joomla. Ja, wir haben heute die Situation, dass wir für Joomla 4 eine untere Grenze von PHP von 7.2.5 und MySQL 5.6 haben. Mit 5 sieht das schon ein bisschen anders aus. Ja, da haben wir 8.1 als Grundvoraussetzung und MySQL 8. Das können heute viele Hoster noch gar nicht. Auch die müssen was tun. Tun sie nicht? Ich habe gestern eine Facebook-Nachricht gelesen, mein Hoster hat endlich abgedatet, ich kann jetzt 7.4 einsetzen. In zwei Monaten läuft das Ding ab. Jetzt erst, ja. In 2 Monaten ist der Support zu Ende. In der Regel steigt die Performance. Wenn ich aktuelle Technik einsetzen kann, habe ich in der Regel auch gegebenenfalls weniger Code, besseren Code. Ich kann Sachen dazunehmen, die es früher nicht gab. Allein was mit 8.1 und 8.2 alles in PHP funktioniert, in MySQL, Security, Geschichten, alles was da reinkommt, ist dann natürlich erst nutzbar. Ja, kann ich mit, und deswegen müssen wir auch Joomla weiterentwickeln, weil wir natürlich darauf setzen wollen, diese neuen Techniken, die wir von außen reinkriegen, auch nutzen zu können. Letztlich freut sich Google, wenn wir schneller sind. Eure SEOs freuen sich, eure Kunden freuen sich und irgendwann freut ihr euch. Okay. Wir setzen in der Agentur auf ein sehr schlankes Joomla. Wir versuchen alles mit Joomla Core zu lösen oder 1, 2, 3 Extensions, aber nicht versuchen, das komplette Joomla Extension Directory irgendwie als Backup in unseren Joomla-Installationen zu haben. Ich habe in den letzten Jahren Sachen gesehen, da kannst du, wenn du auf Komponenten mit der Maus rübergehst, so weit scrollt der Bildschirm gar nicht runter, was da alles drin ist. Deswegen weniger als mehr. Mit jeder Dritterweiterung steigt natürlich irgendwo auch die Komplexität. Ja, bin vielleicht von jemandem abhängig, kann keine Updates mehr machen, der kommt nicht nach, vielleicht war das für den ein Hobby, das ist aber irgendwo in meine Webseite so verankert, dass ich darauf angewiesen bin, irgendeine Komponente, die, keine Ahnung, eine besondere Bildausgabe macht oder was auch immer. Ja, deswegen gucken, dass man das vielleicht irgendwie anders lösen kann man das mit dem Core vielleicht schon lösen,
gibt da ja viele Möglichkeiten und vielleicht dann auf das eine oder andere zu verzichten, dass einfach die Update-Häufigkeit, die jetzt einfach steigt, wir haben jetzt alle 6 Monate eine neue Miner-Version, alle 6 Wochen gibt es ein Update oder manchmal jede Woche. Mit jeder Dritterweiterung vergrößere ich natürlich auch irgendwo den Angriffsvektor für jemanden, der in meine Seite rein möchte. Wenn es eine Extension, die halt nicht so gut gepflegt ist, bei mir eingesetzt wird, das kriegt man relativ einfach raus, ja, kann natürlich dann der Hacker oder wer auch immer dekompromittieren. Gegebenenfalls steigen meine Betriebskosten. Ich habe da irgendwie 5, 6 Bezahl-Extensions drin, die muss ich jedes Jahr irgendwie Lizenzen kaufen, für Updates bezahlen. Ja, nochmal der Hinweis, der Joomla Core ist großartig. Man kann damit unglaubliche Sachen machen. Custom Fields ist einfach nur mächtig, was, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, was damit möglich ist. Super Möglichkeit, um ja, einfach alles zu realisieren. Und natürlich, wenn ich ein großes System habe, wo viel Drittsachen drin sind, erfordert das gegebenenfalls mehr Planung, Absprache mit dem Kunden, mehr Zeit und letztlich natürlich irgendwo auch mehr Geld. Okay, dann kommen wir mal zu einem Update, wie das im besten Fall laufen sollte. Da haben wir eine kleine Installation für 3 vorbereitet. Was sind, wer hat alles schon Updates gemacht auf 4? Wow. Dafür, dass gestern sich einer gemeldet hat, der keine Backups macht. Ist schon ganz gut. Und wie viele so, ganz grob? 1, 2, 5. 60, okay. Jemand mehr? Okay. Was sind im Moment so die Gründe, warum nicht? Irgendwas drin, was nicht funktioniert auf 4 oder... Okay. Und sie kommt für 4 noch? Weil 4 ist jetzt auch nicht mehr so lang. Okay. Sportlich. Genau. Also hier habe ich heute Morgen noch schnell eine Joomla 3 Installation aufgesetzt. Ein paar Sachen rein installiert. Und anscheinend das Passwort. Das sollte so der Standardfall sein, wenn ihr in ein Backend reinschaut. Also irgendwo ist eine Extension zum Updaten. Es kommt hier so ein kleiner Hinweis, dass am 17. August 2023 Joomla 3.10 ändert. Ich denke mal, das würden wir jetzt noch ändern müssen. Nach der Nachricht gestern, dass es Oktober ist. Also bereitet euch schon mal vor. Ich weiß nämlich noch nicht, ob das nur ein Sprachstring ist, den wir da ändern, weil wir auch im PHP-Code überprüfen, ob die Zeit erreicht ist. Das heißt, vielleicht gibt es doch noch eine 3.10.12. Alle so, yeah. Genau. Okay. Was muss ich machen, um das Update durchzuführen? Wenn ich mein System ein bisschen kenne, das heißt, ich weiß, welche Erweiterungen ich installiert habe, welche Plugins gegebenenfalls da reinfunken, dann kann ich erstmal guten Gewissens in der Joomla Update-Komponente auf Optionen gehen und hier die Update-Quelle auf Joomla Next ändern. Dazu läuft jetzt im Hintergrund ein Kompatibilitätschecker. Wir haben ihn nicht so schön übersetzt, oder beziehungsweise Kompatibilitätsprüfung, die mir so ein bisschen grob anzeigt, wird das funktionieren oder nicht. Ja, hier werden auf der im R. Na klar. Okay. Das, aber dann hast du es jetzt nicht mit der 13.11 getestet, oder? Weil da haben wir jetzt einen Check. Genau. Na gut, das ist jetzt ja die Punkt 11. Wir haben in der 13 noch einen Check eingebaut. Es gibt natürlich auch für Joomla 4 etwas an Voraussetzungen. Das heißt, du brauchst mindestens MySQL 5.6. Ja, und ganz viele Hoster haben halt die 5.5 im Einsatz. Das heißt, du musst vorher im besten Fall deine Datenbank auf eine neue MySQL-Version migrieren. Das auch. Ist jetzt drin. Genau. Also jetzt wird es gar nicht erst angezeigt und es kommt eine Nachricht. Haben wir irgendwann in 13.10 oder 13.11 nachgeschoben. Genau.
Sonst mach's aus, Finn. Besser? Super. Und dass es ganz drauf passt, liegt an mir, ne? Dass es nicht ganz drauf passt, liegt an mir. Wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, machen wir uns einfach schwupp. Machen wir es mal so. Genau. Also im ersten Bereich haben wir irgendwas, was grün leuchtet. Das heißt, der Host, auf dem ich bin, der erfüllt halt diese Anforderungen. Auf der rechten Seite gibt es ja noch eine Warnung. Tatsächlich ignoriere ich die immer, weil ich weiß, dass mein Hoster die gepufferte Ausgabe irgendwie auf an hat, obwohl sie auch aus sein soll. Kann man tatsächlich erstmal ignorieren. Das nächste wird jetzt schon interessanter, weil da kommt jetzt die dritte Erweiterung. Und die haben wir aufgeteilt in drei Farben. Einmal was Rotes, wo kein Update zur Verfügung steht. Irgendeine Extension soll hier noch geupdatet werden. Und hier unten wird was Grün angezeigt, wo der Extension-Entwickler gesagt hat, ja, das funktioniert auch für 4. Aus der XML-Datei wird das quasi geladen, beziehungsweise wird auch nachgeschaut. Ja, gibt es jetzt hier beispielsweise, ich habe das vom Guido vorhin noch installiert, weil er gesagt hat, er hat für Joomla 4 das in seine XML-Datei reingeschrieben, dass das auch für Joomla 4 funktioniert. Habe eine ältere Version von ihm installiert, einfach um euch das zu zeigen. Ja, und er sagt halt, ja, es gibt eine 3.10-kompatible Version, das ist die 14 hier, die sollte ich vorher bitte installieren. Und die hat er in seiner XML-Datei auch gekennzeichnet, dass die auch für Joomla 4.2 funktioniert. Und hier oben sagt er so ein paar Sachen, die halt in Rot angezeigt werden. Dann kann man dann nochmal auf Detail. Genau. Wenn wir hier mal auf Details klicken, genau, steht hier keine Kompatibilitätsinformation. Jetzt beschäftigt man sich ein bisschen mit seinen Erweiterungen, macht man Backup, macht man einen Test, ja, und dann kriegt man jetzt, wenn man weiß, okay, Akiba Backup installiert unser deutsches Sprachpaket, weil da geben wir das tatsächlich nicht mit, diese Informationen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht noch irgendwann reingebaut bekommen. Dann kann man hier jetzt in Anführungsstrichen guten Gewissens nach einem Backup auch die Updates fahren. So, lösen wir mal unser erstes, dass wir hier sagen, hier gibt es noch ein Update, was wir vielleicht vorher machen sollten. Gehen in unsere Erweiterung auf Aktualisieren, Haken setzen, aktualisiert. Wieder zurück in unser Joomla Update. Läuft und wird auch quasi angezeigt, okay, die 1.0.14 wird in Joomla 4.2 funktionieren, laut Entwickler. Nächster Schritt, ich klicke hier auf den Tab Live Update und jetzt bietet er mir an, ich kann von 13.11 direkt auf die 4.4.2, gegebenenfalls muss vorher noch, wenn ich eine ganz alte 3er Version habe, vielleicht erstmal auf die 13.11 aktualisiert werden. Das macht aber hier unsere Kompatibilitätsprüfung, checkt das und führt das durch. Ich mache jetzt kein Backup. Du kannst von 13 auf direkt auf die 4.2 gehen. Das ist der Update-Pfad, den wir vom Projekt so vorgeben. Genau. Wenn du jetzt eine alte 3.1 irgendwas hast, dann musst du, glaube ich, erst auf die 3.5, dann auf die 3.6.5. Richard weiß das. Genau. Also dann macht es auch keinen Sinn, erst auf die 4.1 oder 4.0 zu gehen. Was macht er? Er funkt jetzt gerade irgendwie an, wo kriege ich meine Daten her? Läuft und läuft. Irgendwann hat er die bekommen, packt die aus und wenn wir Glück haben, steht er jetzt gleich, hey, ich habe es geschafft. Perfekt. So, jetzt haben wir vorhin gesehen, Akiba Backup war rot, weil er das nicht mitgibt und sagt dann hier ganz nett, hey, es gibt aber eine neue Version, die ist Joomla 4 kompatibel, die könnten wir jetzt neben drüber installieren. Ich weiß nicht, wer alles Akiba Backup im Einsatz hat. Das Spannende dabei ist, wenn wir das jetzt einfach mal nehmen, hat er ganz gut gemacht, obwohl wahrscheinlich auch direkt im Admin-Tools kann man auch direkt installieren. Ich nehme jetzt hier für Joomla 4 die 9.3, schmeiße die da rein. Habe jetzt hier unter Komponenten zweimal Akiba Backup drin, aber wenn ich auf das Neue gehe,
dann bietet er mir die Möglichkeit an, hey, migrier doch die ganzen Einstellungen, die du vorher in der Joomla 3-kompatiblen hattest, rüber. Habe ich gemacht. Und dann bietet er mir noch an, die alte 3er automatisch zu deinstallieren. Einmal angeklickt, deinstallieren. Dann habe ich hier unter Komponenten natürlich auch nur noch die neue für Joomla 4-kompatible. Jetzt sieht man hier schon, da ist irgendwie noch was in Englisch. Hier unten steht auch irgendwie noch Users. Ich bin doch im Deutschen, ich habe doch vorher das deutsche Sprachpaket gehabt. Ja, wir haben hier unter Erweiterungen zwei Updates noch zur Verfügung und da können wir jetzt das deutsche Sprachpaket, weil da tatsächlich sehr, sehr viele Dateien ausgetauscht, gelöscht werden, ja, kann man das Update nicht vorher machen auf das deutsche Sprachpaket, sondern muss es jetzt nach der Migration durchführen. Sucht jetzt auch das Update und jetzt ist auch alles wieder auf Deutsch übersetzt. Hier findet ihr noch das für Joomla 3 hatten wir ja die ganz normale Suche drin und die Smart Index Search und hierfür findet ihr im Moment jetzt noch ein Update-Paket, wo noch für Joomla 4 Sachen gemacht wurden. Richard? Genau. Genau. Das wäre jetzt tatsächlich, also wenn ihr die Suche nicht in 3 im Einsatz habt und noch nicht auf Index Search umgeschwenkt seid, wäre tatsächlich jetzt meine Empfehlung, über System Erweiterung hier kurz nach Search zu suchen und das Package Search zu deinstallieren. Dann kommt diese Nachinstallation oder dieses Update nicht mehr und ihr seid die alte Suche auch tatsächlich komplett los. Die ist jetzt hier unter Komponenten nur noch der Suchindex, also die Smart Search drin. Wenn ihr natürlich auf die alte Suche angewiesen seid, macht es schon Sinn, das Update zu machen. Tobi wird da auch die nächsten Tage noch eine Stable draus machen. Frage nochmal zu dem Thema Backup. Eben kam da irgendwas oben mit, diese Version von Fox ist nicht kompatibel oder sowas? Genau. Das kannst du für das Update kannst du das ignorieren, weil wenn du dann das Update auf 4 gemacht hast und die Joomla 4-kompatible Akiba-Version drauf spielst, wird das quasi ein Teil davon überschrieben und dann halt mit dem Deinstallieren natürlich auch das, was nicht gebraucht wird, gelöscht. Genau. Weißt du, warum das Update von Akiba 8.9 so kompliziert sein muss? Leider nicht. Bei Admin Tools hat das auch gemacht. Entweder ist es ein Zeitthema oder ich will das jetzt nicht auf dem Video haben, aber manchmal möchte Nicolas auch zeigen, was er kann. Dass auch sowas funktioniert, ich kann was Neues installieren, Sachen migrieren, Sachen deinstallieren, alles in einem drin. Weißt du da irgendwas, Richard, warum er das gemacht hat? Nee. Ja. Du hast jetzt nicht so ein Template hier, weil was machst du mit Templates? Ja, ich habe ein Template installiert, was schon Joomla 3 und Joomla 4 kompatibel war. Gute Frage. Und das tatsächlich war ja unten auch grün angezeigt, das heißt, die Version von, ich habe dann Usim-Template einfach heute Morgen draufgeschmissen in der neuesten Version und das ist tatsächlich für beide Versionen nutzbar und nutzt dann, also die haben da tatsächlich so einen kleinen Zwischenlayer eingebaut bei Usim, dass wenn der weiß, das ist jetzt Joomla 4, werden die Joomla 4-Klassen angesprochen und die haben dann quasi eine Rückportierung auf Sachen, die in Joomla 3 noch funktionieren. Also du kriegst auch in Joomla 3 im Prinzip schon ein Joomla 4-Template, was dann rückwärts portiert auf die Joomla 3-Klassen. Wenn es wirklich nicht funktioniert, ich habe nachher einen Vortrag. Okay, ja. Aber tatsächlich ist es so, es gibt Leute, die haben das Protostar deinstalliert in Joomla 3. Das kann tatsächlich zu Problemen führen. Ja. Na klar. Wenn man das aber trotzdem gemacht hat,
Das müsste das ISIS sein. ISIS oder das Hator. Das andere, ja. Das Hator, dann wird nach dem Update das neue Backend Template Datum als Default gesetzt. Das passiert dann automatisch. Und ähnlich mit dem Frontend Template. Wenn mein Default Template Protostar ist oder BS3, dann wird bei dem Update das Default Template auf das neue Cassiopeia gesetzt. Und die alten Templates werden dann sauber deinstalliert. Das heißt, wenn man unter Joomla 3 die Default-Templates nutzt, muss man sich eigentlich überhaupt keine Gedanken machen. Nur wenn man Third-Party-Templates nutzt, sollte man schauen, dass man das Backend entweder vorübergehend auf das Standard-Template zurückstellt, oder man hat halt so ein tolles Using-Template, was 3 und 4 kann. Genau. Es gibt einen Joomla 4 Fork von Stefan Schumacher. Da kannst du das danach wieder installieren, einen Joomla 4 für einen Protostar für Joomla 4, und da kannst du die Sachen wieder reinpacken. Wenn du darauf angewiesen bist und jetzt dem Kunden nicht sagen willst, wir machen auch gleich einen Relaunch. Genau. Dann, das kannst du machen. Auf GitHub wäre, glaube ich, so das Einfachste. Schumacher müsste er heißen. Genau, Stefan STS als Name, und der hat hier einen Protostar 4. Mhm. Genau, und ist auch hilfsbereit, und du kannst auch, ich weiß gar nicht, ob du das schon in 3 installieren kannst, wahrscheinlich nicht, aber du kannst es danach einfach in 4 installieren, dann User CSS wieder rüber kopieren, und dann sollte es auch wieder funktionieren. Ja. Das funktioniert entweder oder es kracht richtig. Okay, weil der Hintergrund ist, ich habe sozusagen wieder ein Plugin für Shortcodes und finde keine Alternative. Also zum okay. Also was du aufpassen musst, ist, wenn du System-Plugins hast, die sich überall einklicken, zum Beispiel Authentifizierung oder sonst irgendwas, die dann auch im Backend arbeiten. Weil im schlimmsten Fall kann es passieren, wenn du so ein inkompatibles System-Plugin am Laufen hast. Und manchmal bei manchen Drittherstellern, die das nicht sauber programmieren, hilft noch nicht mal, das Plugin zu deaktivieren oder zu deinstallieren. Man muss wirklich vorübergehend dann den Plugin mal nach oben nehmen. Weil so ein System-Plugin, wenn dir da das Update abschmiert, dann hängst du in der Scheiße. Dann hast du nämlich deine Files abgedatet, aber deine Daten halt. Und du hast das getestet und es funktioniert nicht, oder hast du es noch nicht? Ja, ich glaube, das ist schon 3 oder 4 Jahre nicht mehr weiterentwickelt worden. Das ist mir tatsächlich jetzt auch gefallen worden, weil es immer so leise nebenher lief. Aber ich habe es auf jeder Webseite auch, weil es ein ganz leichtes, einfaches, ich glaube, kein System. Weil es ein Content-Plugin ist, da tut es nichts. Dann kannst du updaten und hinterher gucken, ob du guckst oder nicht. Ja, du schaltest dann. Genau. Was ich dann auf jeden Fall mal machen würde, um das zu gucken, was da so an Fehlern rausgeschmissen wird. Du kannst in der Konfiguration einfach hier das System mal debuggen, ja, einfach den System Debug auf True stellen und hier die Fehlerausgabe auf Maximum, und dann kannst du im Frontend oder in deiner Logdatei einfach mal gucken, was da so reingeschrieben wird, gegebenenfalls von deinem Plugin, wenn das Fehler schmeißt. Und jetzt sagen im Forum mal viele, ja, ich komme gar nicht mehr ins Backend. Ja, mein Joomla ist irgendwie kaputt, Backend geht auch nicht mehr, es wirft nur Fehler. Ja, diese Werte werden ja einfach in einer Configuration PHP gesetzt. Du kannst natürlich auch jederzeit hergehen, dich auf deinen Server entweder per SSH oder FTP, spielt jetzt keine Rolle. Ich habe jetzt hier gerade nur FTP zur Verfügung. Nur SSH zur Verfügung. Gucken wir mal, ob er mich reinlässt.
So. Okay. Genau, also hier in der Configuration PHP gehst du hier auf den Debug-Parameter. Das ist im Prinzip das System-Debuggen und setzt den einmal auf True oder auf 1. Wenn ich das Backend jetzt hier aktualisiere, der macht ja nichts anderes, als diesen Wert einfach zu tauschen. Ja. Dann kannst du natürlich über, wenn die Fehler aus, also das Backend nicht mehr funktioniert, einfach in die Configuration mal reingehen, die Werte setzen und hier unten bei Error einfach nach Error suchen, hast du das Error Reporting. Da ein bisschen auf die Schreibweise achten. Hatten wir jetzt letztens auch im Forum. Ja, manche schreiben das mit großen. Nein, das ist ein kleines. Und dann wird hier der einfach auf Maximum, weil es hier groß halt drinsteht, denken halt viele, das muss groß geschrieben werden. Ja, aber du schreibst ja auch nicht einfach rein oder so. Also vielleicht sollten wir das auch einfach anders übersetzen, damit es einfacher ist. Genau. Fragen? Ich werde den Update manuell machen müssen. Also nicht über den Updater, sondern einfach die Files hochladen und einspielen. Richard? Es gibt im Update dann noch eine Methode Upload und Update. Wenn man das Live-Update nicht nutzen kann. Der Updater du kriegst das auch nicht mehr aufgeräumt. Also in der Regel, ne? Ja, und wenn sie dann kein Backup machen. Ja. Das nächste vielleicht, ich weiß nicht, sprichst du nur über das korrekte Einspielen von Backups, wenn es fehlgeschlagen ist? Können wir machen? Sollte man tun, weil da wird auch viel verkehrt. Klar. Stichwort die Daten, dann ist nicht so. Genau. Das müsste das, also das ist das Gleiche eigentlich, oder? Wenn du es hochlädst. Das, du lädst das Update-Paket runter in der Dreier? Ist das Gleiche. Du lädst das Paket runter auf deinen Computer und dann gibt es eine Update-Komponente, kannst du ja mal zeigen. Das habe ich jetzt ein bisschen verunsichert, weil ich habe nicht den, auf den Fall, da kann halt aus einer Firewall-Regel raus, kann der Joomla nicht nachgucken. Und ja. Also wenn du hier unten, das ist ja der gleiche Button wie in Joomla 3, der macht genau das gleiche dahinter, wie wenn du sagst, hier updaten. Okay, also, ja, was war der Grund, warum du nicht... Und so musst du das machen. Wenn du das auch aus irgendeinem Kunde machen kannst, dann solltest du das Update auf einer Kopie von der Seite irgendwo machen, wo du das tun kannst, wo die Firewall nicht läuft. Und hinterher kannst du das am besten dann natürlich mit Akiba Backup und dann Kickstart von Akiba nehmen. Kannst du das dann auf die Live-Seite spielen, weil dann hast du deine Datenbank schön leer und dein Fallsystem schön leer, damit da keine Mischmaschine daher entsteht. Und dann kannst du dein Update lokal fahren, wenn du wirklich in der Umgebung bist, wo nichts funktioniert. Das ist bei uns keine alternative, sensible Daten. Okay. Das darf das Haus nicht, den Server nicht verlassen, deshalb hängt er in das Firewall. Aber hierüber gibt's. Ja, okay, wenn das funktioniert. Das funktioniert, ja. Was man hier jetzt sehr schön sieht, bevor wir gleich noch zu der Frage kommen, hier wird jetzt immer noch der Joomla Next Update Server abgefragt. Tut euch einen Gefallen und stellt den einfach wieder nach dem Update zurück auf den Joomla Standard. Genau. Ja. Und jetzt kommen die ganzen Vierer, jetzt am Dienstag 4.2.3.
läuft hier mit rein. Ja. Technisch wäre es möglich, aber ich bin mir jetzt unsicher, ob es gewünscht wäre. Franzi, möchtest du das noch einbauen? Nee? Also in 4.3 wäre es möglich. Ja, aber ja, aber wir machen in 4.2 kommt jetzt nichts Neues mehr rein. Und das ist kein, ich würde jetzt mal sagen, das ist keine Security-Geschichte. Ja, das heißt, die nächsten Sachen, wo du sowas machen könntest, wäre für Joomla 4.3. Genau. Ja. Was glaubst du, wirst du von 3 auf 5 kommen mit einem Knopfdruck? Die Illusion muss ich euch leider nehmen. Der Weg geht über 4. Und deswegen ist das auch ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt sich mit 4 zu beschäftigen, auf 4 das Update zu machen, weil das ist noch ein gutes Jahr. Ja, aber wenn du von 3 über 4 direkt auf 5, das würde ich dann schon, je nachdem wie komplex dein System ist, als etwas größere Migration ansehen und so hast du halt 2 kleine. Genau. Um was zu machen? Nee, nicht Update zu vermeiden. Du hast ja hier unter Optionen in der Joomla Update Komponente auch in 3 die Möglichkeit, deinen Update Server zu wählen. Das ist ja Standard, Joomla Next, Test und eigene UL. Und die fragen dahinter unterschiedliche XML-Dateien ab, die dann Werte zurückgeben, was wird im Updater quasi angezeigt. Und wenn du das auf Joomla Next lässt, dann wird da irgendwann halt nicht mehr ein 4.2 oder 4.3 Strang angezeigt, sondern irgendwann der 5er. Obwohl du eigentlich vielleicht dann erstmal auf 4.3, 4.4 gehen möchtest. Du musst es in 3 umstellen auf Joomla Next, damit du überhaupt 4 machen kannst. Der Kompatibilitätschecker, der wird erst angezeigt, wenn du auf Joomla Next gehst. Genau. Genau. Was haben wir denn noch? Fragen? Soweit? Echt, habe ich eigentlich noch nie gemacht. Gut, wir haben jetzt viel Admin-Tools im Einsatz, da drückst du einfach nochmal auf neu generieren, aber wir haben bei relativ vielen Hostern immer noch das Problem, dass die irgendeinen One-Click-Installer nutzen. Und das basiert teilweise aus Skripten, die aus Joomla 1.5-Zeiten stammen. Ja, ja. Genau. Aber ich dachte, das wäre jetzt geklärt mit dem GZIP. Sag was. Okay. Sagst du kurz nochmal die Frage? Also das GZIP nochmal GZIPs. Okay, also der Use Case war, du hast eine alte HDXS-Datei aus Joomla 3, wo gegebenenfalls schon GZIP angewendet wird auf dein Joomla und jetzt wird in Joomla, wenn du es auf in der Konfiguration gibt es einen Parameter dafür im Tab Server, wenn du hier auf GZIP umstellst, dann machst du im Prinzip nochmal ein GZIP und um das zu vermeiden ist der okay. CSS
Okay. Genau. Genau. Also wenn du die Joomla 4 hast, irgendwo Zeile 160 rum, steht das drin, wenn du die Original hast. Nicht, dass ich wüsste, weil du hast ja gegebenenfalls eigene Regeln drin, Redirects etc. Admin Tools, genau. Und da habe ich also auch schon gehört, dass Leute da eine veraltete Version von Einsatz hatten. Naja, gut, wenn du in Joomla 3 die einmal generierst und dann auf Joomla 4 updatest und nicht nochmal generierst, steht natürlich noch altes Zeug drin, klar. Nennen Rewrite sowieso nicht, also das macht keinen Sinn, aber solche Geschichten dann schon wieder. Also das sind ja auch Rewrites, aber jetzt nicht einen HTML, also ein Redirect von irgendwie, nimm die URL und wenn die kommt, leite mich dahin weiter, das passiert nicht. Die denken sich da lustige Sachen aus, die Provider. Hat jemand innerhalb von 4 Probleme abzudaten? Da gibt es einen ganz lustigen, oder was heißt nicht lustig, aber einen Case, wo in der Datenbank, in der Schematabelle einfach Joomla nicht auftaucht. Und dann weiß Joomla natürlich nicht, wo es ist und wo es hin soll. So. Richard erzählt das und ich baue das kurz nach. Okay? Das war mutig, ne, mit dem Titel erst Joomla 4 Update und dann kommt 5. Ja? Der Vortrag soll euch ein bisschen sensibilisieren, ja, dass ihr jetzt auf Joomla 4 beschäftigt euch damit, dann wird der Weg zu 5 deutlich einfacher. Ich habe noch 5 Minuten. Wollt ihr das Schema-Ding noch sehen? Weil tatsächlich ist das bei vielen Hostern, ob das jetzt mit einem von unseren Sponsoren ist, der nicht hier draufsteht, der auf dem anderen, glaube ich, irgendwo steht, relativ häufig, dann versuchen wir das noch schnell nachzustellen. In den 5 Minuten, was machen wir? Ist da eine Erweiterung vielleicht deaktiviert oder irgendwie? Hast du? Nee. Okay. Das ist komisch, also das kannst du ganz nachvollziehen. Das
Kann man machen. Okay. So. Ich habe jetzt mal schnell einen 415 runtergeladen. Test. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ne, das ist unser Test. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was denn? Ich denke mir da jedes Mal was Neues aus. Ne? So, Datenbank Credentials. So. Schwupp. Genau. Da legt er im Installationsordner eine Unterstrich Joomla irgendwas Datei an, eine TXT-Datei, die den Updater daran hindert. Eine 415. Er sagt jetzt im Moment noch hier 422 würde mir angeboten. Jetzt muss ich kurz in die Datenbank gehen und was Böses machen. Jetzt mache ich es kaputt. Und tatsächlich ist das manchmal von selber kaputt. Also da geht nicht jemand hin und löscht dieses raus, sondern das Installationsskript von diesen One-Click-Installern installiert das nicht richtig. In unserer Schematabelle. Genau. Der Hoster nutzt das jetzt schon für 4.2, also die werden jetzt alle über die CLI. Der Hannes ist, glaube ich, nicht gerade da, der hat das entwickelt mit dem Hoster zusammen, kommt jetzt aber, wenn alles gut geht, gegebenenfalls in etwas anderer Form noch in den Core. Ich denke, da gibt es noch ein paar Rotationsrunden von Code. Ja, also was fehlt, ist dieser Eintrag, der verknüpft die mit der Joomla Updates Tabelle, zeige ich gleich noch, wird hier die ID von den Joomla Core Files drin gespeichert und welche Versions-ID im Prinzip gerade die MySQL Daten verwenden. Ganz grob. So, was passiert, wenn ich im Backend jetzt schaue? So, er sagt mir hier, ey, ich biete dir weiterhin ein Update an, aber meine meine Required Settings passen nicht, weil die Joomla-Datenbankstruktur einfach nicht passt. Die steht hier auf No. Da denke ich mir, okay, ist ja super easy. Ich gehe hier mal auf Database. Hä? Überhaupt nichts drin. Was soll ich denn da rep? Genau. Oder, keine Ahnung, je nachdem, was du installiert hast mit Akiba. Also, da stehen schon ein paar Einträge drin, aber es ist ja gar keiner drin. Wie soll ich denn das jetzt reparieren? Ja. Musst du tatsächlich erstmal auf die Idee kommen, okay, in dieser Schematabelle fehlt mir etwas. Wie komme ich auf die Zahlen, die hier rein müssen? Ich suche in meinen Update-Tabellen erstmal nach Update. Nicht wundern, hier sind es gerade, macht man nicht zwei Datenbank-Tabellen, weil das eben die andere Seite war. Drin. So. Ja, jetzt habe ich hier für den Joomla Core meine 1. Die merke ich mir jetzt. So. Jetzt gehe ich in meine Site-Extension-Geschichte. Ha, da finde ich auch die 1, aber hier hinten steht die 220. Super. Jetzt gehe ich in meine Schema.
weiß ich, dass der Joomla Core quasi die 220 als Extension-ID hat. Mache hier eine neue Zeile dazu einfügen. Gib den jetzt mal die 220. Jetzt kann ich da im Prinzip reinschreiben, wenn ich weiß, wo ich bin. Es würde aber auch theoretisch eine Null funktionieren. Ja, ich habe mir das vorhin rauskopiert. Wie kriege ich das raus, was hier steht? Na, ich kann in meinem Filesystem nachschauen. Wir haben jetzt da ja eine Joomla 4.1.5 installiert. Das heißt, ich kann in CD Administrator Components com admin SQL Updates reinschauen und finde da, ich habe MySQL hier laufen, in MySQL reingehen und wenn ich da einen List mache, sehe ich hier ganz viele SQL-Files. Ja, und da gucke ich mir hier unten das letzte an, 4.1.3.2022.0.4.0.8 und das sollte auch das sein, was ich hier oben ohne .sql-Änderung eintrage. Sage jetzt hier mal, jo, mach das mal, gehe in mein Backend zurück. Lad das hier mal neu und schon habe ich hier mein Joomla drin. Und er sagt jetzt hier auch keine Probleme. Da kann auch mal Probleme stehen, je nachdem, wie lange ziehe ich dieses Problem schon mit. Hat mein Hoster gegebenenfalls irgendwie eine Update-Mechanik? Also, ja, da kann auch schon mal drinstehen, dass da ein Problem gibt. Dann muss ich es tatsächlich einmal fixen. Genau. Und jetzt habe ich in meinem Joomla-Update auch die Sachen grün. Das ist immer noch unser Buffer, der hier rumspinnt und kann jetzt tatsächlich hier guten Gewissens auf Update draufklicken. Ja, wir haben ein Update gemacht vorher, ein Backup vorher frei. Größer? Es gibt welche, die wollen das raushaben. Du willst es größer? Gut. Kommt ja manchmal noch ein modales Fenster. Das kann man jetzt, die Kompromisslösung war, man kann in den Eigenschaften, in den Optionen von der Joomla-Komponente die Anzeige dieser Checkboxen unterdrücken. Genau. Ist aber in. Franzi, ist das 4.2-Feature? Glaub schon, ne? Oder kann es sein, dass es erst wieder 4.3 kommt? Nee, es ist schon drin. Du kannst hier in Optionen vom Joomla-Update die Geschichte machen. Müsste aber. Ich glaube, es ist erst in 4.2 reingekommen. Super. Kein Backup, kein Mitleid, genau. Wo ist denn meine... Okay, Fragen haben wir, denke ich, geklärt. Danke.